Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und das ist ein fast nahtloser Übergang hier. Die Horde kommt immer noch. Und ich schnetzel mal einfach ein bisschen. Das sieht aus, als würde da hinten immer mehr kommen. Stirb, Tante. Na, ihr auch hier. Klappe nicht rum, Hübsche. So, wir beiden Freaks hier auch mal weg. So, ist gut. Die Hornissen. Gucken wir doch mal. Bisschen Trickschießen hier. Vielleicht treffen wir die ja. Ach, komm. So. Oh, sind schon einige. Ach Mann, komm. Kann ich. Ja, das sieht aus, als hätte es da hinten aufgehört zu spawnen. Ach, Spiders! Oh, schade. Immer noch nicht. Ach komm. Menschen Skinners. Das gibt's doch nicht. Sagen wir erstmal den Jungs hallo. Hallo! Die drei lustigen zwei. Den stört doch gar nicht. Ja, wo wir gerade dabei sind, genau, ruft doch direkt nochmal ein Horde und zack, da spawnen sie. Zack, zack, zack. Dafür, dass wir keine Hundehorde hatten, geht's jetzt richtig rund hier. Ich lehne mich jetzt einfach mal zurück und mache nichts. Wir lassen der Natur mal ihren Lauf. Und da hinten kommen noch mehr. Okay, da hinten ist echt der Spawnpunkt für diese eine Horde. Ich dachte, die hätte aufgehört, aber die drücken noch ordentlich raus hier. Who let the dogs out? Who? 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 Das ist so geil. Der wird immer schneller. Vielleicht hebt er ab. Oder? Ja, wir warten mal ab, was passiert. Ja, nicht viel. Langweilig. Komm, stirb. Ich müsste doch jetzt hier auf dieser Höhe mal echt seinen Kopf treffen, oder? Nö. Nee. Oh, da hinten hört man, wie die... wie die Spikes kaputt gehen langsam. Alter Vater. Aber hier drin ist echt noch alles okay, also. Ja, kommt mal hier rüber. Hi, Schwester. Oh, abgestürzt. So, mal wieder ein bisschen was für den Killcount tun hier. Immer noch ein paar Schuss. Im Keller, ob da auch alles okay ist. Nicht, dass sie sich jetzt irgendwo durchfressen und auf einmal drinnen stehen. Aber so ein paar kleine
Kleine Kratzer ist ja wirklich nicht viel, ne? Ja, man kommt leider nicht überall dran. Schade. Das nehmen wir doch gerne mit und schmeißen dafür ein Glas dahin. Schwarzpulver. Ja, immer. So, was haben wir noch hier? Wer will nochmal? Die Schwester looten. Ja, diese Hitboxen mit dem Looten, das müssen sie noch ein bisschen besser machen. Und so einiges. Nö. Was eine Matsche. Machen wir erstmal weg hier. Ups. Nicht da dran. Bäh! Zombie-Matsch, scheiße hier. Alles weghauen. Gut, die Dicken, die leben halt ein bisschen länger. Die haben ein paar mehr Hitpoints, aber... Der ganze Rest... Kann mich mal getrost an Pöppis lecken hier. Oh, Level up. Ich brauche kein Fett mehr. Schießt durch den durch? Tja. Da ist die Erde weg. Komm, stirb. Stirb am besten hier vorne. Genau. Dann kann ich die nochmal eben looten und hat schönes Zeug dabei. Oh, sorry, Dicker. Es kann natürlich leicht passieren, dass man in so einem Feuergefecht noch ein paar Spiders triggert, wenn man die ganze Zeit rumballert. Aber die Zorn hinten hat aufgehört. Da ist einfach so ein Kriecher. Thanks for your honey, honey. Der steht hier rum. Und der ist auch wieder an dem komischen Ding da hinten und zusammen. Ding, 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 ding. Oh. Wie? Jetzt aber. Ja, das war doch mal wieder ein Paradebeispiel. Ist noch einer? Wo bist du jetzt? Nicht, der ist eine Base. Na, das war jetzt mal... Das war jetzt geil, wenn er irgendwie reingekrochen ist. Nö, hier ist nichts zu sehen. Irgendwo ist er. Nicht, dass er irgendwo in der Wand festbackt oder so. So, einmal reparieren und alles ist wieder gut. Da ist alles klar. Ich muss unbedingt die Nagelpistole finden. Unbedingt, liebes Spiel. Sniper und Nagelpistole, bitte. Vielen Dank. Na. Au. Ja, ich muss das Zeug wegmachen. Stell dich nicht so an. Scheiße, da habe ich mich durchgeballert. Oh oh. Ja. Also hordensicher ist das Ding auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es mit Spuckern aussehen wird. Ja, wo ist er denn?
glaube, da ist ein Spike weg, oder? Kann das sein? Jo. Eieiei. Ich muss ja den Typen suchen und finden. Ist nicht wahr. Der Dicke ist das. Im Namen des Sohnes. Na egal. Okay, alle Nase lang muss man dann mal wirklich da runter und die Spikes von oben machen. Oh, das sieht doch ganz cool aus. Ich lasse das mal da stehen. So, wo ist das nervige Viech da oben? Ja, jetzt komm bitte. Gib mir den Golden Luckshot hier. Stirb! Tja, jetzt komm! Oh. Der Winkel und die Flugbahn sind gut. Ich weiß nur nicht, ob das Spiel die Pfeile bis dahin berechnet. Aber ich glaube schon, oder? Ah, sie kommt näher. Ich habe ihre Aufmerksamkeit. Och, hätte sie noch ein bisschen unten fliegen können, Kollege. Und dreht die genau in dem Moment ab. Mann! Einfach aus sportlicher Herausforderung, muss ich dieses Ding jetzt abknallen. Yes! Da ist noch eine. Wo bist du? Meint ihr, man schafft's, hier runter zu hüpfen? Ja, oh, ich krieg sogar noch ein Wellness dazu, wenn ich da runter hüpfe. Brech mir nicht das Bein. Vielen Dank, Fun Pimps. Wo ist die? Da. Da ist noch eine. Zwei Stück noch. Ja, komm, machen wir Nägel mit Köppen hier. Und ein Schwein gibt's gratis dazu. Yeah, baby. Ich hab kaum noch Platz, ne? Ja, ich hab gar keinen Platz mehr. Komm runter. Oh. Hast du ein paar Freunde mitgebracht, ja? Ups. Ja, schade, schade, schade. Die hätte ich ja gerne noch mitgenommen. Tja. Das hätte sein können. Nee, war doch eine schöne Horde. Das war doch mal ganz nett jetzt. So, jetzt bauen wir unten weiter. Damit ich endlich mal so ein bisschen Grund in mein Inventarzeug kriege hier. Den Weg dahin können wir mal ein bisschen sauber machen. Im Busch. Hey Johnny.
Kill Count 616. Ach, ja, ja. Da habe ich auf so einer Stadtrundfahrt mehr, ne? Zack, zack, weg. Und weg. Und ach, du Heiliger. Na, nee, wisst ihr, was ich mache? Ich packe da mal einfach Stein rein in die Löcher. So, müssen wir kaputt. Ach du Scheiße, da unten ist richtig im Arsch. Nee, ich möchte genau dahin. Alter Vater, was ist denn da passiert? Da sind die da hochgekommen. Die, ach du Schitte. Okay. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja gut, dann man lernt nie aus. Weg. Klein machen, das reicht noch genau. Das kann da drauf. Da muss ich mir echt noch ein paar Flexdowns eben machen. Scheiße. Naja, die kleinen Biester. Mache ich hier jetzt noch eine Runde? Jetzt überlege ich gerade, ob ich hier auch noch mal nur eine Reihe mache. Ist die Gefahr aber sehr groß. Die kommen trotzdem noch hoch irgendwie. Da haben sie angeknuspert. Ja, die waren schon gut am Knuspern hier, die Jungs. Also sicher ist es, da muss man sich einfach nur damit beschäftigen, zu reparieren die ganze Zeit. Also dann darf man nicht irgendwie selber aktiv killen, sondern muss wirklich schauen, dass man hier seine Hütte instand hält. Wie gesagt, für Multiplayer ist dieses Design gar nichts. Da jeder, der reinkommen möchte, der kommt rein. Schon ein bisschen was zu reparieren. Ja, nicht. Da war das denn. Achso, nee. Das möchte ich nicht. Flexstone. Oh, Zement. Nein. Zement, 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 Zement. Kaum aus. Nein. Dann habe ich den Zement hier unten irgendwo. Da. Das ist ja echt lustig. Na komm. So, ist die Hütte wieder schön. Irgendwas, was sie kaputt gemacht haben. Nö. Alles gut. Okay, dann gucke ich mal wegen Red Wood Planks. Da brauche ich die Kollegen für. Und die 8 Stück kriege ich raus. Machen wir nochmal 80. Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, ich lasse diesen Raum wirklich so als Schussraum für oben, dass man von hier wegholzen kann. Ich stelle vielleicht ein paar Sofas in die Ecken oder so, aber ich werde hier nicht großartig irgendwelche Möbel reinstellen. Jetzt ist immer noch hier die Frage. Mache ich hier noch... Ich überlege, ich überlege. Wenn ich hier Wände hochziehe und da Verstärkung mache aus den Metal Trussings und dann hier die Küche reinbaue, das ist, glaube ich, viel schöner als unten im Bunker, oder? Ja, ich glaube, das mache ich so. Ich glaube, das mache ich so. Wie kommt denn der hier hin? Ach, das war die Hornisse.
wollte gerade sagen, das wird aber so nicht funktionieren. Okay, Flexon, dann muss ich nochmal ein bisschen Zement machen. Vielen Dank, ihr beiden. Nee. So. Wieso kann ich denn die beiden stacken und die beiden nicht? Rauskriegen. 32 da und 32 da. 17 Minuten jeweils. Ein paar Woodframes hinterher schmeißen. 12 und 12 sind 24 Minuten. Ja gut, lass uns so laufen. Mehr Eisen habe ich nicht erstmal. Ja, die nächsten Spiders könnten auch bald wieder kommen, wenn wir rumgeballert haben. Könnte es gleich schon gut losgehen hier. Ja. Ich mache oben eine zweite Etage mit Flexstone-Wände und mache hier eine schöne Küche rein mit schönen Fenstern. Naja, ich glaube, das ist eine schöne Idee. So, die sind fertig. Alles, was mit Essen zu tun hat, hier rein. Können wir uns nachher ein paar Minen draus basteln. Steine, Lett und ich bin heilfroh, wenn ich hier endlich mal Grund drin habe in der ganzen Geschichte. Jupp. So, aus diesen Red Wood Planks baue ich mir gleich Cabinets. Das sind diese... diese Küchenmöbel, diese roten mit dieser Marmoroberfläche. Die sehen ziemlich geil aus und ja, kann man sich eine schöne Küche daraus bauen. Nicht, dass es jetzt irgendwie spielentscheidend wäre, das ist einfach nur für die Ästhetik. Ich mag das, da fühlt man sich so ein bisschen heimeliger hier. Das Bett kommt nachher trotzdem in meinen Bunker. Vielleicht tue ich mir noch ein zweites, einfach nur aus optischen Gründen für ein Schlafzimmer. Ach nee, genau, ich weiß, was ich mache. Wenn ich in der Stadt bin, da wird ein bisschen gelootet und dann... Mal gucken, ob ich hier oben irgendwie eine Raumaufteilung mache. Dass ich hier noch eine Mittelwand ziehe und hier hinten die Küche mache und hier Schlafzimmer oder so. Werde ich mal schauen. Ich lasse mir mal ein bisschen das Design durch den Kopf gehen und würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sind jetzt bei ja, knapp 23 Minuten. Ich bedanke mich sehr fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Feedback, Kommentare, alles herzlich willkommen. Spamt mich zu, ich versuche zu antworten, wo es geht. Und ja, freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.